Meine Meldung der Woche betrifft heute eine ganz besondere Insel, eine Insel, die zum Kreis Pinneberg gehört, nämlich Helgoland. Ich hatte Besuch diese Woche vom Bürgermeister von Helgoland, Herr Singer, der nicht nur spannende Projekte hat, sondern der in den letzten Jahren es verstanden hat, eine hochkarätig besetzte Veranstaltung jedes Jahr auf Helgoland stattfinden zu lassen, die gestern zu Ende gegangen ist. Die Offshore-Windenergietage finden einmal im Jahr statt, und zwar auf Helgoland, weil Helgoland das Hub ist, wie Wind eben doch geerntet wird auf See. Und da kommen nicht nur der parlamentarische Staatssekretär aus dem Bundesverkehrsministerium, der dafür zuständig ist, und der maritime Koordinator der Bundesregierung, sondern da kommen auch die Konzerngrößen eigentlich aller großen Windparkhersteller, und da kommen dann auch zum Beispiel die Chefs der Bundesnetzagentur und vieler anderer Firmen. Das ist ein tolles Event auf Helgoland, und Helgoland ist umtriebig, nicht nur indem es weiß, wie man an Fördergeld kommt, zum Beispiel für den eigenen schicken Hafenausbau. Da habe ich am vergangenen Montag einen großen Förderbescheid überreichen dürfen, der dazu führt, dass wir auch touristisch, vielleicht auf Helgoland, den Hafen noch zu einem stärkeren touristischen Magneten machen können. Aber vor allem ist Helgoland umtriebig. Und damit bin ich beim Thema Wasserstoff. Denn was uns ja zurzeit als große Reallabore an der Westküste durchaus viel beschäftigt, ist, dass wir aus Windparks auch offshore große Mengen Strom über Netzkabel dann an Land bekommen und dort industriell Wasserstoff produzieren könnten. Das ist jedenfalls das Projekt, das angeschoben worden ist. Auf Helgoland, wo man immer schon ein Stückchen weiter denkt, da will man jetzt versuchen, dezentral an der Anlage selbst den Wind direkt in Wasserstoff umzuwandeln. Und das hat einen nicht ganz uninteressanten Vorteil, denn da braucht es kein Netzkabel, und dementsprechend gibt es auch keine EEG-Problematik und kein Netzentgelt, und da kann man vielleicht zu anderen Konditionen mit Wasserstoff produzieren. Das ist technisch noch kein leichtes Thema, aber es ist hochspannend. Und Aquaventus, so heißt das Projekt, ist gestern vorgestellt worden auf Helgoland, auch der Öffentlichkeit. Und ich sage mal, ein weiteres Zeichen dafür, wie innovativ Schleswig-Holstein ist, auch auf einer wunderschönen Insel ganz weit draußen in der deutschen Bucht auf Helgoland, modern, innovativ und dynamisch, so wie Schleswig-Holstein insgesamt ja ist.